Wir haben die Rotationsgeschwindigkeiten in jeden einzelnen Galaxien. Wir haben Galaxiencluster, die miteinander wechselwirken, wo wir die Gravitationseffekte der dunklen Materie sehen. Und wir wissen, dass für die Strukturbildung des Universums es nicht ausgereicht hat, nur die normale Materie zu nehmen, die wir so kennen, die wir in den Sternen sehen. Da muss noch mehr sein. Diese Hinweise deuten also darauf hin, dass da einfach viel mehr sein muss. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das, was wir da überhaupt sehen? Und das kommt dann jetzt eigentlich der Punkt, wo wir dann jetzt wirklich ins ganz Kleine gucken können. Jetzt ist es da, und da können Sie mir gerne den Vorwurf machen, dass wir dann so als Physiker auch gerne mal vorurteilsbehaftet sind. Wir haben so ein paar Annahmen gemacht. Und zwar die dunkle Materie besteht aus einer Art, neuen Art von fundamentalen Teilchen. Also nicht so was, was wir kennen, so die Atome, die aus Protonen und Elektronen aufgebaut sind, sondern da ist irgendwas ganz Neues, irgendwas, was wir nicht kennen. Diese Teilchen sind schwer, das heißt, die haben eine Masse. Wir sehen ja die Schwerkraft dieser Teilchen, wir sehen also diese Massenanziehung, das ist auch eine Annahme. Diese Teilchen sind schwer und dann, das ist gar keine Annahme, das wissen wir, diese Teilchen lassen sich dann künstlich erzeugen. Das heißt, wenn Sie dann, das ist die einzige Formel, die ich im Vortrag zeigen will, das ist E gleich mc Quadrat, also die Energie ist ungefähr so ein Masseäquivalent. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo genügend Energie reinpumpen, dann können wir Materieteilchen erzeugen. Das heißt, was wir jetzt einfach nur brauchen, ist eine Maschine, die einen genügenden Wumm hat, also genügend Energie, damit man diese Teilchen erzeugen kann. Und das haben wir zum Glück eine, die jetzt ja seit einiger Zeit ganz fantastisch läuft. Und das ist dann, ja, das heißt manchmal ist die Weltmaschine, ne? Der Large Hadron Collider am CERN. Und dann haben Sie hier an der Seite, haben Sie das CERN und dann gibt es hier diesen großen Beschleuniger, an dem dann hier solche Experimente aufgebaut sind, mit denen man dann nach so neuen Teilchen suchen kann. Das ist schon eine große Maschine. Es ist die größte Maschine, die die Menschheit je gebaut hat und betrieben hat. Und das ist dann, verzeihen Sie mir das so ein bisschen, also die funktioniert ganz fantastisch. Und die kann man jetzt also nehmen, aber was man dann auch braucht, ist nicht nur diese Maschine, sondern wir schießen in dieser Maschine Proton auf Proton und erzeugen sehr große Energiedichten. Das sind also keine großen Energien, da muss man keine Angst vorhaben. Und auch diese ganze Geschichte mit den schwarzen Löchern, ich meine, wir sind ja alle noch da, ne? Und da hat man also dann die Protonen von der einen Seite, die Protonen von der anderen Seite und dann bringt man die hier zur Kollision und da will man dann auch, die sucht man nach neuen Teilchen, indem man diese Protonen zur Kollision bringt und dabei dann hoffentlich neue Teilchen erzeugt. Aber nur mal, damit Sie sehen, bei diesen großen Energien, bei diesen ganz kleinen Abständen braucht man immer ganz große Nachweisgeräte. Das ist ein Bild vom Atlas-Detektor, an dem wir auch hier in Zeuthen beteiligt sind. Das ist also 40 Meter lang, das ganze Ding. Das ist riesengroß und auch das funktioniert sehr gut. Und was man sieht, ist hier so ein Bild, was dann passiert, wenn also ein Proton auf ein Proton knallt, dann ist es so, dass man hier wirklich bei diesen Energiedichten sehr, sehr viele Teilchen erzeugt und man muss sich diese Zerfallsprodukte, die hier erzeugt wurden, sehr genau angucken, damit man dann auch schlussfolgern kann, was denn hier im Zentrum wirklich genau passiert ist. Und damit ist, weil wir die Energiedichten, weil wir noch nie eine Maschine zur Verfügung hatten, die diese großen Energiedichten hat, verknüpfen wir damit auch die Hoffnung. Und es gibt auch da diese berechtigte Hoffnung, soll man sagen, dass wir damit also auch Teilchen finden, die uns vielleicht helfen, die großen Strukturen im Universum zu verstehen. Und ich möchte Ihnen da nicht vorenthalten, wie wir das nennen. Man kann das auch den Physikern dann immer so Fantasielosigkeit unterstellen. Das heißt, die heißen dann supersymmetrische Teilchen. Das heißt eigentlich nichts anderes, wenn man so eine Symmetrie hat, dann hat man ja irgendetwas, was von einem ununterscheidbar ist oder dass man da irgendeine Transformation mitmacht und es sieht danach wieder so aus wie vorher. Bei Supersymmetrie heißt das eigentlich nur, dass man zu allen Teilchen, die wir kennen, sowas wie ein Elektron, dass man da einen supersymmetrischen Partner dazu hat. Jetzt können Sie mir natürlich vorstellen, was ist das überhaupt für eine Antwort, wenn wir sagen, wir wollen einfach erstmal die Anzahl der Teilchen, die wir kennen, einfach verdoppeln. Aber es gibt gute Kandidaten unter diesen Teilchen, die dann diese dunklen Materieteilchen sind, die wir im Universum eigentlich suchen, die uns helfen, die Strukturen des Universums zu verstehen. Also von dem ganz Kleinen die ganz großen Strukturen verstehen wollen. Jetzt könnten Sie natürlich darauf hoffen oder sowas, dass der Vortrag so eine ganz andere Biegung nimmt, ne, weil ich Ihnen sage, so und jetzt, da haben wir was, da muss ich Sie leider enttäuschen. Das ist, da ist bisher, ist am LHC, es gibt dazu Andeutungen dafür, dass es bald, gerade in diesem Jahr, eine große Entdeckung gibt. Die Andeutungen gibt es, das sind aber nicht diese supersymmetrischen Teilchen, die wir suchen, sondern da müssen wir einfach noch ein bisschen, da müssen wir uns in Geduld fassen und das muss man bei diesen Experimenten eigentlich immer. Wir schießen fortlaufend Protonen auf Protonen, wir zeichnen die Daten auf und wir hoffen, dass irgendwann mal etwas passiert.
Wir können leider nicht dem Proton A und dem Proton B sagen, so jetzt knallt mal bitte zusammen und dann erzeugt das Teilchen, das wir suchen. Deshalb muss man da ein bisschen Geduld haben. Und hier einer meiner Mitarbeiter, der hat da so schön gesagt, der LHC läuft ja jetzt erst seit kurzem. Man soll noch nicht ein Schiff zurückrufen, das jetzt gerade erst 50 Meter aus dem Hafen rausgefahren ist. Also das Wissenschaftsprogramm des LHCs wird uns noch die nächsten 10, 20 Jahre begleiten. Und das ist zurzeit eine sehr spannende Zeit, die wir da haben. Wenn wir das dann haben, das Teilchen, dann können wir gucken, ob dieses Teilchen ausreicht, um dann diese Strukturen in unserem Universum zu verstehen, dass wir also wirklich verstehen, woher kommt das eigentlich. So, jetzt kann man sich natürlich berechtigterweise fragen, ich habe Ihnen gesagt, das ganze Universum hatte 13 Milliarden Jahre Zeit, um diese Strukturen herauszubilden. Warum wissen wir eigentlich, dass das 13 Milliarden Jahre sind? Warum sind das nicht 53 Milliarden Jahre oder unendlich viel Zeit?